Liebe Freunde, liebe Montagsdemonstranten, herzlichen Dank, dass Sie und ihr auch heute bei diesem schon recht ungemütlichen ersten Montagsdemo im November so zahlreich hier seid. Ihr seid auch hierher gekommen, um zu demonstrieren und Flagge zu zeigen. Es beginnt die 196. Montagsdemo und es wird sich lohnen. Es werden heute zwei sehr kompetente Redner sprechen. Ich begrüße zunächst auch mal die Ratsdemo vom Feuersee. Ich weiß nicht, ob Sie da sind. Zu hören waren die Spaziergänger vom Kernerplatz. Die hat man lautstark gehört, als sie hier angekommen sind. Auch die herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schwab, Parkschützer und Betriebsrat in einer Stuttgarter Klinik. Es sind schwierige Zeiten, was Meinungsbildung und den Zugang zu nicht von einseitigen Interessen geleiteter Information anbelangt. Die Montagsdemo ist einer der Orte, an dem wir Woche für Woche mehr darüber erfahren können, was die Presse verschweigt oder vernebelt. Manipulation und Meinungsmache sind bei der Entstehung und Entwicklung von Stuttgart 21 allgegenwärtig. Wir absolvieren da eine wirklich hohe Schulung, um Täuschung von uns Bürgern zu durchschauen. Und die Montagsdemo ist auch zu so etwas wie einer sozialen Bildungswerkstatt geworden. Wo leben wir, wenn jemand, der die Wahrheit über Manipulation und Bespitzelung an die Öffentlichkeit bringt, als Vaterlandsverräter gebrandmarkt wird? Ich spreche von Edward Snowden, der die Weltöffentlichkeit darüber informiert, wie nicht nur die amerikanische NSA oder der britische Geheimdienst unser Verhalten, unsere Gedanken, unsere Bedürfnisse und unsere Kommunikation umfänglich absaugt, verknüpft und bewertet. Ich denke, Edward Snowden hat auch von hier aus einen Applaus verdient. Und was hat das mit Stuttgart 21 zu tun? Unser erster Redner, Steffen Siegel von der Schutzgemeinschaft Filder, wird zu zwei Themen sprechen. Zum einen zu der bevorstehenden Auslegung der Planungsunterlagen der Deutschen Bahn zum Filderabschnitt in den betroffenen Gemeinden und welche Handlungsmöglichkeiten sich für uns daraus ergeben. Zum anderen spricht er über den Prozess, den das Kommunikationsbüro für Stuttgart 21 gegen die Stuttgarter Zeitung führt. Es soll der Zeitung untersagt werden, über die auch in internen Dokumenten der Bahn wohl genannte spätere Fertigstellung von Stuttgart 21 zu schreiben. Die letzten noch minimal kritischen Redakteure innerhalb des süddeutschen Medienkonzerns soll der Mundtot gemacht werden und die Deutsche Bahn will ihr Informationsmonopol auch innerhalb der Printmedien sicherstellen. Ich begrüße ganz herzlich Steffen Siegel von den Fehlern.